So, wieder live auf Sendung. Nach einem leckeren Mahl. So, hier ist die Treppe. Den Stein könnten wir aber auch wegmachen, damit das hier ein bisschen einheitlicher aussieht. Mit Dreck ersetzen. So, dann die Wände. Die Wand sieht soweit schon ganz gut aus. Mal gucken, wie weit wir uns hier eingraben müssen. Da ist Licht, das heißt, da ist Ende. Also habe ich ganz am Anfang meine Tunnel gegraben. Immer am Rand eine freigelassen und Reihe für Reihe weiter runter. Bis mir das irgendwann zu mühsam wurde und ich andere Systeme gesucht habe, die etwas effektiver sind. So, dann fangen wir mal an der Wand an. Die ist ja auch schon komplett freigelegt. Oder wir gerade so schön am Steinehacken sind, nehmen wir jetzt hier gleich mal mit. Ich finde das lustig, dass wir hier unten quasi schon alles wohl hatten, weil wir es ja quasi direkt überbaut hatten. Und hier bauen wir jetzt quasi gerade direkt in so ein Creeper-Loch. Also siehst du mal, wozu die Creeper-Löcher doch gut sein können. Wahrscheinlich spawnen jetzt da oben auch gleich noch Tiere drin. Das soll mich aber jetzt nicht weiter stören. Sind halt da. Mein Gott. Vielleicht kann man ja irgendwann mal wirklich kontrollieren, wo Tiere spawnen und wo nicht. Ach, da kommt ja eh wieder eine Dreckdecke drauf. Das heißt, muss ich jetzt nicht unbedingt schön machen. So, naja. Viel ist jetzt nicht mehr zu tun. So. Stelle ich mal dahinter noch eine Fackel hin. Aus dem einfachen Grund, weil je mehr das da halt beleuchtet ist, desto weniger Nebengeräusche haben wir. Noch wegmachen. Habe ich noch eine? Ja. Wir können ja schon mal oben gucken jetzt. Huch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nein, noch kein Wachstum. Aber die wachsen ja auch recht langsam. Fertig. Noch die Fackeln hängen. Oh, da machen wir zu. Hier haben wir schon zugemacht. Und ob das auch richtig ist. Perfekt. So, jetzt stellen wir hier die Fliegenpilze rein. Damit wir es hier etwas schneller sehen, machen wir einfach mal so eine durchgehende Reihe. Und zwei dorthin. Und es heißt es abwarten.
hier irgendwas drin? Ja, das gedrillte Schnitzel. Versuch mal meinen Müll auf eine Kiste zu begrenzen. Ach genau, der Garten fehlt noch. Ach ja, und ein bisschen Kies muss ich auch nochmal wieder nachpflanzen. Hier hätte ich gerne drei Kürbisse stehen. Habe ich welche dabei? Nein. Habe ich das, habe ich die Knochen dabei? Ja. Kürbisse. Schade. Sollte eigentlich noch eine Blume drin stehen. Na, die könnten wir theoretisch jetzt einfach mal hinstellen. So. Ein schöner Garten jetzt noch. Und von hier guckt. Sieht toll aus. Das Gras, ich sag mal so, dieses aufgesetzte Gras in meinem Texture Pack, das gefällt mir noch nicht ganz so. Da suche ich immer noch bessere Möglichkeiten, genauso auch das trockene Gras, das dann wie so Stacheldinger aussieht, da hätte ich lieber irgendwie so kleine Kakteenbüsche. Mal wieder ein bisschen Platz sorgen. So, jetzt gucken wir mal, dass wir den Teich fertig kriegen. Aber schlafen wir erstmal eine Nacht drüber. Vielleicht haben wir Glück, morgen ist schöneres Wetter. Nein. Ah, ein Schaf, ein Wollträger. Ah, doch. Mehrere Wollträger. Das waren 2x3. Das waren 3x3. Da hinten war noch eins. Wenn ich jetzt 4x3 kriege, gebe ich was aus. Nein. Würfeln mit Schafen. Wäre auch eine tolle Idee, so ein Schafspawner. Na, jetzt war wieder ein Dreier dabei, jetzt ein Zweier. Na, wenn man so guckt, langsam nimmt das Dorf Form an. So. Ja, die Mine sieht man nicht. Na, sie ist recht abseits. Jetzt hätte ich auch eigentlich gleich noch einen Eimer Wasser mitnehmen können. Ah. Klappt trotzdem. Ach, schön. So, jetzt. Eins, zwei, drei, vier. Das sieht mir zu, ich sag mal,
gepflanzt ist. So. Ein paar Blümchen noch rein. Ups, unten hin. Hier komm jetzt. Ich lasse das doch offen. Ah, dein. Offen sieht es einfach schöner aus, als wenn ich da jetzt einen Zaun drum ziehe. So. Jetzt kommt der gute ein kleiner Mini-Park. Sind diesmal aber viele Blumen gewachsen. Das heißt, das hat sich auch schon richtig was getan. So, jetzt habe ich überlegt. Wie willst du die Stadt abgrenzen vom Rest? Ich habe überlegt, hier so wird die Grenze kommen. Habe ich erstmal überlegt, da sollen auf jeden Fall noch zwei Felder Grünzeug hin. Also irgendwie Wildwuchs oder sowas. Nur was dann, die Stadt soll sicher sein. Allerdings will ich jetzt kein irgendwie hohe Mauer drum bauen, weil das sieht doof aus. Na. So, hier wird jetzt ordentlich was abgetragen. Ja, der Baumodus geht heute etwas länger als sonst, weil wir machen einfach auch mehr. So, hier lang. Also das hier, das hat schon grün angesetzt, sehr schön. Danach kommen nochmal drei Felder grün. Deshalb muss halt der Berg ein bisschen weichen hier. Wo kein grün ist, das macht nichts. Davor kommen eh noch zwei Felder. Fallgrube. Wie gesagt, ob das jetzt genauso funktioniert, wie ich es mir in meinem Kopf vorstelle, weiß ich noch nicht. So. Zwei Felder Fallgrube, damit auch Spinnen reinfallen. Sollte klar sein. So. Kohle mitnehmen. Aber bevor wir jetzt weiter an dieser Mauer arbeiten, eine kurze Pause.